Der Triathlonverband Zell am See hat heuer neben St. Pölten als austragender Verein den Zuschlag für den Ironman 70.3 in Österreich bekommen. Eine Ehre, die nicht jedermann gebührt. Triathlon hat in der Sportstadt Zell am See bereits eine lange Tradition. Rund 600 Starter gingen auch heuer wieder beim Trizell an den Start und zeigten bei der Generalprobe, was in ihnen steckt. Bereits zum 25. Mal wurde heuer in der Region Zell am See-Kaprun der Zeller Triathlon ausgetragen. Am Programm stand ein Kindertriathlon, ein Bewerb über die Sprintdistanz und als Höhepunkt die olympische Distanz. Bei der Sprintdistanz müssen die Athleten zuerst 300 Meter schwimmend zurücklegen. Geschwommen wird im kristallklaren Wasser des Zellersees. Nach dem Schwimmen sind auf dem Rad 25 Kilometer zu bewältigen. Es geht rund um den Zellersee über die anliegenden Gemeinden Maishofen und Bruck nach Kaprun und wieder zurück Richtung Zell am See zur Wechselzone, wo dann nach 5 Kilometer Laufen der Sieger ermittelt wird. Gelaufen wird am Ufer des Zellersees, umgeben von herrlicher Natur und bester Stimmung entlang der Laufstrecke. Nach 57 Minuten und 26 Sekunden läuft Herbert Gruber vom Trialpin Radstadt als erster über die Ziellinie. Mit diesem Sieg darf er sich auch über den Landesmeistertitel in der Sprintdistanz freuen. Österreichs Paradetriathletin Veronika Hauke nimmt ebenfalls am Sprintbewerb teil. Ihr Outfit zeigt aber, dass Triathlon derzeit nicht Thema Nummer 1 ist. Nein, gar nicht. Ich habe total viel erreicht. Und wenn man natürlich viele Pläne hat im Leben, dann muss man sich auch mal auf was anderes konzentrieren. Wir konzentrieren uns aber auf die olympische Distanz. Das heißt 1,5 Kilometer schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer laufen. Über 300 Athleten sind am Start. Für einige ist es ein letzter Test vor dem Ironman 70.3 am 26. August hier in Zell am See, Kaprun. I did it last year, the race here as well. And do this race today and get ready for the race next month. Good training, similar course. So good preparation. Wird sich weisen, also wenn alles gut läuft, kann es durchaus sein, dass ich dann an der Startlinie stehe. Für den Lokalmatador und regierenden Staatsmeister in dieser Disziplin läuft es optimal. Schon vom Start weg gelingt es Lukas Hollaus, die Konkurrenten hinter sich zu lassen. Hollaus wechselt mit großem Vorsprung auf das Rad. Nach der Hälfte der Strecke liegt er bereits über 5 Minuten vor seinen Konkurrenten. Mit großem Vorsprung wechselt er das Rad mit den Laufschuhen. Nach einer Stunde, 56 Minuten und 45 Sekunden überquert Lukas Hollaus überglücklich die Ziellinie. Ja, war für mich ein super geiler Wettkampf. Hat irre Spaß gemacht. Ich denke, das war eine gute Generalprobe. Bei den Damen gewinnt Michi Herlbauer vom Tri-Team allein vor Gabriela Loskotova aus Tschechien. Der Tri-Zell ist wirklich jetzt die Generalprobe für den Ironman. Aber mit 800 Starter sind wir eigentlich schon sehr, sehr groß. War im Land Salzburg der größte olympische Bewerb. Für den Ironman am 26. August waren bereits 2 Monate vor der Veranstaltung alle 1.800 Startplätze vergeben. Ja, unglaublich, wenn man weiß, jetzt mittlerweile 48 Nationen haben sich hier angemeldet. Der Hauptfaktor, was man hört, ist ja, weil der Ironman in einem Wahnsinns-Naturparadies stattfindet. Ich denke, das war ein super Ausblick auf den Ironman und ich hoffe, dass wir uns alle dort sehen und ein ordentliches Triathlonfest feiern können.